Zu einer Wissenschaft gehört es, dass man die Dinge, die einem begegnen, zu klassifizieren und zu systematisieren versucht. Da verhält sich der Mathematikdidaktiker nicht grundsätzlich anders als der Vogelkundler. Was dem einen seine Greifvögel, Rackenvögel, Spechtvögel, Singvögel und so weiter und so fort sind, sind dem anderen diverse Unterteilungen mathematischer Begriffe. Ich konnte dabei in der Literatur wenigstens 15 verschiedene Klassifikationen von Begriffen finden und wenigstens 4 verschiedene Systematisierungen, also gewissermaßen Klassifikationen von Klassifikationen. Während die Lernenden im Unterricht bisweilen orientierungslos vor eine Vielzahl ihnen zunächst fremder Begriffe gestellt werden, tut es die Geometriedidaktik dem Unterricht dann gleich und stellt nun die angehenden Lehrpersonen ihrerseits vor eine Vielzahl von Klassifikationen und Klassifikationen von Klassifikationen, wobei mit deren Anzahl wohl nicht unbedingt deren Orientierungsfunktion zunimmt. Lassen wir uns dennoch auf das Spiel ein. Beginnen wir mit den inhaltlichen Einteilungen. Carduns und Stresser schlagen hier eine Unterteilung in Figurenbegriffe, Abbildungsbegriffe und Maßbegriffe vor. Die Unterteilung lehnt sich an das Buch von Holland an und ist auch eine von 4 Unterteilungen, die Jürgen Roth in seinen Vorlesungsfolien aufgenommen hat. Zu den Figurbegriffen gehören die üblichen Ebenenverdächtigen, also Dreieck, Quadrat, Kreis und so weiter, aber auch deren räumliche Pendants, also Prisma, Würfel, Kugel und so weiter, die man gemeinhin ja eher als Körper bezeichnet. Da hört es aber nicht auf, denn auch Eigenschafts- und Beziehungsbezeichnungen wie parallel, kongruent und achsensymmetrisch gehören zu den Figurenbegriffen, weil damit halt Eigenschaften von bzw. Beziehungen zwischen Figuren beschrieben werden. Bei den Abbildungsbegriffen werden Geradenspiegelung, Drehung, Kongruenzabbildung und zentrische Streckung genannt. Das ist recht eingängig, hat aber den Nachteil, dass außer der Geradenspiegelung keiner dieser Begriffe im Lehrplan der Unterstufe in Österreich auftaucht. Man hat also eine Klasse von Begriffen, für die man eigentlich nur einen einzigen Repräsentanten hat. Maßbegriffe sind dann wieder unproblematisch. Länge, Winkelgröße, Flächeninhalt und Volumen finden sich auch im Lehrplan und der legt sogar gratis noch das Gewicht mit drauf. Eine zweite inhaltliche Unterteilung stammt von Marianne Franke. Sie ist vor allem für den Volksschulbereich gedacht. Hier werden nun Objektbegriffe, Eigenschaftsbegriffe und Relationsbegriffe unterschieden. Unter den Objekten finden wir die üblichen Ebenen und räumlichen Verdächtigen, also Würfel, Quader, Zylinder, Dreieck, Viereck. Zu den Eigenschaftsbegriffen gehört dann unter anderem dreieckig, rund, quadratisch. Da kommen einem schon erste Zweifel. Muss man den Begriff quadratisch eigentlich getrennt vom Begriff Quadrat erwerben? Die Trennung wird noch etwas weniger eingängig, wenn bei den räumlichen Eigenschaften auf einmal sogar Quadrat, Kreis und andere ebene Objektbegriffe nochmal wieder als Eigenschaftsbegriffe auftauchen. Die Rechtfertigung besteht wohl darin, dass Dinge, die in der ebenen Geometrie ausdrücklich Studienobjekte sind, also etwa Quadrate und Kreise, in der räumlichen Geometrie dann eben bestimmte Begrenzungsflächen darstellen, die man dort nicht als solche studiert, sondern nur zur Beschreibung von Eigenschaften nutzt. Das erklärt auch, warum die null- und eindimensionalen Grundobjekte, Punkt, Strecke, Seite, Ecke, ebenfalls nicht als Objekt, sondern als Eigenschaftsbegriffe auftauchen. Neu sind hier die Relationsbegriffe. Steht neben, liegt hinter, ist parallel zu, ist symmetrisch zu. Mathematisch betrachtet sind das alles zweistellige Relationen, also Beziehungen, die zwischen zwei Objekten bestehen können oder nicht und bei denen es nahe liegt, diese eben nicht mit den Figurbegriffen in einen Topf zu werfen. Bei Jürgen Roth findet sich dann eine ähnliche Unterteilung als logische Unterteilung. Diese verzichtet auf die etwas fragwürdige Trennung von Objekt- und Eigenschaftsbegriffen und nimmt zusätzlich dann noch Funktionsbegriffe auf. Jetzt denken Sie vielleicht, da gehören dann vermutlich genau die Abbildungen hinein, weil Abbildungen sind ja eh Funktionen vom R2 in den R2 oder halt vom R3 in den R3 oder manchmal eben auch noch vom R3 in den R2. Fast noch wichtiger ist aber, dass hier auch alle Maßbegriffe landen, denn diese sind Funktionen, die jeder Strecke eine Länge, jeder Fläche einen Flächeninhalt, jedem Winkel eine Winkelgröße bzw. jedem Körper einen Rauminhalt zuordnen. Man kann aber auch den Begriff Streckensymmetrale als Funktionsbegriff auffassen, denn jeder Strecke ist eindeutig genau eine Gerade als Streckensymmetrale zugeordnet. Man sieht bei dem Beispiel auch gut, dass Funktionsbegriffe spezielle Relationsbegriffe sind. Für jede Strecke kann man unendlich viele Geraden finden, die zu ihr normal sind, hat also eine Relation vorliegen. Es gibt aber nur eine Streckensymmetrale, also hat man da sogar eine spezielle Relation, nämlich eine Funktion vor sich. Wir sind aber noch nicht fertig mit den Klassifikationen. Recht spärlich ist die Einteilung nach axiomatisch Gesichtspunkten. Nach dieser Unterteilung gibt es einerseits undefinierte Grundbegriffe, das sind in der Geometrie vor allem Punkte und Geraden, und dann gibt es abgeleitete Begriffe, das sind die, für die man Definitionen angeben kann und die durch diese Definitionen gerade auf die Grundbegriffe zurückgeführt werden. Diese Unterteilung ist historisch betrachtet allerdings eher jung. Der alte Euklid hat noch versucht, alle Objekte zu definieren, wo dann halt so Blumigkeiten herauskommen wie ein Punkt ist, was keine Teile hat. Mit David Hilberts formalistischem Programm ist dann Schluss mit solchen Blumigkeiten. Grundbegriffe werden gar
nicht definiert. Im Zweifelsfall soll man sich unter einer Gerade oder einem Punkt nichts Konkretes vorstellen. Beziehungsweise soll in der Axiomatik alles, was man mit Punkten und Geraden tun kann, so genau und ausdrücklich festgelegt werden, dass man an jeder Stelle anstatt von Punkten, Geraden und Ebenen auch von Tischen, Stühlen und Bierseideln reden kann. Mit Bierseideln ist das in der Unterstufe natürlich so eine Sache und diese grobe Unterteilung ist didaktisch wohl allgemein eher von geringerem Wert, da in der Schule einfach nicht einmal annähernd axiomatisch Geometrie betrieben wird. Da nehmen wir vielleicht lieber noch die Unterteilung nach Bedeutung der Begriffe her. Die findet sich bei Vollrad und Roth und dann wohl nicht ganz zufällig auch wieder in Roths Vorlesungsfolien. Da stehen halt oben die wichtigen Dinge. Leitbegriffe sind die, die man nicht in ein paar Unterrichtsstunden abgefrühstückt hat, sondern die einen schlimmstenfalls die ganze Schulzeit verfolgen, weil man zunächst eher intuitiv naiv an die Sache herangeht und dann im Laufe der Zeit neuen Objekten und neuen Phänomenen begegnet, die jetzt auch noch unter den Begriff fallen sollen. Wozu aber der Begriffsinhalt präziser oder anders gefasst werden muss. Kandidaten sind da vor allem die Begriffe Figur, Körper, Flächeninhalt und Volumen. Kongruenz und Ähnlichkeit wären dann typische Vertreter für Schlüsselbegriffe, die begleiten einen schon mal über den Geometrieunterricht eines ganzen Schuljahres. Wohingegen zentrale Begriffe dann wenigstens noch eine ganze mehrstündige Unterrichtsreihe über Thema sind. Arbeitsbegriffe sind dann schließlich solche, bei denen man im Grunde schon streiten anfangen kann, ob das nicht einfach nur Bezeichnungen sind, die man halt nebenbei einführt, damit man zu dem Ding da oben beim Dreieck eben Ecke sagt und nicht Ding da oben beim Dreieck. Wo man daher davon ausgeht, dass die sich durch ständige Verwendung einfach einschleifen oder dass man den ganzen Begriffserwerbszirkus von Weigand bzw. Vollrad veranstalten müsste.